Chris, wenn wir uns berühren, ist ein Neuzugang aus Wien und manchmal liegt das Gute so nah, denn Chris ist nicht nur Musiker, sondern auch Teil des Teams der FH Wien, der WKW, am Service Point, wo sich Studierende, Interessierte über das Angebot der FH Wien informieren können. Und er hat die vielen Stiegen zu uns rauf ins Radiostudio gewagt, ist jetzt bei uns. Hallo Chris. Hallo, es freut mich wirklich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, es freut uns wirklich auch sehr, dass du da bist und uns diese coole Nummer mitgebracht hast. Wie bist du denn zur Musik gekommen? Grundsätzlich war es schon immer ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Also ich habe schon ganz früh gesungen und habe dann mit 14 ungefähr angefangen, mir selbst Gitarre beizubringen. Genau, und letztes Jahr habe ich dann begonnen, meine eigenen Songs zu schreiben, also Akkorde mal auf der Gitarre und dann Texte dazu. Und daraus ist dann das entstanden. Ja, Wahnsinn. Und auch gleich präsentiert. Und es ist dein erster Song, wenn wir uns berühren. Und du gehst ja gleich in die Vollen. Also das ist ja sehr intim, aber auch sehr emotional und auch sehr herausgehend mit dem. Also wieso gleich dieser Song? Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich hab mich, meistens ist das so Entstehungsprozess so, dass ich halt eben abends zu Hause sitze und es eher gemütlich und ruhig ist. Deswegen kommt auch so diese Stimmung zustande, die dann bei den Songs so zu hören ist. Genau, und da aus dieser Stimmung heraus ist dann einfach dieser Text entstanden und gekommen. Ja, deswegen gleich sein Team. Hast du eigentlich die Pandemie genutzt, gell? Im Lockdown niedergeschrieben? Ja, genau. Eigentlich so im Rahmen der Pandemie begonnen, mit der überschüssigen Zeit sozusagen. Ja. Habe ich mir einfach gedacht, was kann ich daraus machen, was macht mir wirklich Spaß, und habe begonnen. Sehr cool. Jetzt sind deine ersten Songs ja jetzt seit einem guten halben Jahr draußen. Ja. Gibt es schon irgendwelche Gigs, wo man dich sehen kann, vielleicht im Sommer? Noch gar nicht, aber mal schauen. Also man kann mich auch auf Instagram zum Beispiel abonnieren unter chris.offiziell, und wenn es etwas gibt, dann werde ich das ganz sicher dort irgendwie veröffentlichen und bekannt geben. Das können wir vielleicht hier mal eine Live-Session machen, das wäre wunderschön. Voll mega. Gerne, ja. Das wäre echt super. Und sag, ist schon was Neues geplant? Genau, es ist schon was Neues geplant, eigentlich sogar nächste Woche Freitag, am 11. Juni, kommt mein nächstes Single Alles für was gut raus. Die ist noch persönlicher, kann ich schon mal ankündigen, und bedeutet mir einfach noch mal mehr als die ersten zwei Songs, hat einen riesigen Stellenwert. Ja, wieso, also was willst du eigentlich ausdrücken oder sagen mit den Liedern, die du machst, oder kannst du das sagen? Grundsätzlich will ich eigentlich immer, dass es eher positiv ist. Also ich will jetzt keine negativen Gefühle vermitteln oder verstärken oder so, das ist mir eigentlich besonders wichtig. Und besonders meine neue Single, da geht es dann eher darum, dass man vielleicht gerade ein bisschen die Hoffnung verliert, aber es dreht sich dann hin zu einer Art Motivationssong sogar. Genau. Sehr cool. Ja. Mega cool. Ich glaube, eher etwas, was wir alle brauchen können. Ja, voll. Vielleicht wieder neue Sommerhits? Wer weiß. Also, ich würde mich sehr drüber freuen. Who knows? Voll. Wenn man dich ein bisschen mehr hören möchte, wo findet man dich? Genau, ganz einfach auf Spotify, wie viele Leute, oder auch auf YouTube inklusive Musikvideos. Sehr cool. Genau, und auf Instagram findet man noch alles verlinkt, ja. Also grundsätzlich Chris, also K-R-I-S-S, und dann einfach den Titel des Songs, logischerweise. Mega cool. Sehr cool. Ja, hey, danke fürs Dasein, Chris. Es war uns am Volksfest. Die Lieder, wir freuen uns auf den neuen Track. Schon, dann spielen sie auf jeden Fall bei uns. Ah, yes. Das freut mich sehr. Vielen, und vielen Dank, dass ich da bin. Fans können dich ja beim Infopoint der FH Wien der WKW finden. Genau, aber nur nach Voranmeldung. Gib nur Termine. Nach Voranmeldung zu den Öffnungszeiten. Vielleicht findet ihr dann der ein oder andere Fan ein Studium für sich. Auch das genau. Ist möglich. Dankeschön. Danke.